Okay. Oh Gott. Scheiße nochmal. Hallo Leute und willkommen zu GTA San Andreas. Leute, ich will mein Gangsterleben zurücklassen. Und zwar, ich will der Polizei beitreten, mehr oder weniger, und helfen. Natürlich spreche ich gerade eben von der Bürgerwehr. Ist das nicht wunderschön? Naja, ignoriert am besten, dass ich gerade mit einem LP-Charakter spiele, aber anstatt jetzt nochmal neu anzufangen und irgendein Low-Level, natürlich CJ, zu nehmen, nehme ich lieber meinen LP-Charakter und versuche damit irgendwie die Straßen sicherer zu machen, indem ich jeden Einlauf verpasse, natürlich. Mit Kugeln, versteht sich. Ich brauche aber auch erstmal ein Fahrzeug und dann wird natürlich mein Gangsterleben aufhören, weil mehr Fahrzeuge würde ich dann nicht mehr klauen. Das hier ist natürlich eine komplette Ausnahme. Ja, ich werde jetzt dann auch erstmal zu einem Polizeirevier in Las Venturas fahren. Okay, Leute, wisst ihr was? Ich glaube, ich fange erst mit meinem neuen Leben an, wenn ich dort angekommen bin. Weil ich fahre gerade ein paar Leute um, habe ein Auto geklaut. Ja, okay, ich fahre jetzt momentan keine Leute um, aber es ist schon ein bisschen blöd, wenn man sagt, okay, jetzt fange ich mit meinem neuen Leben an und macht mit dem Alten trotzdem irgendwie noch weiter. Wisst ihr, was ich meine? Das ist irgendwie ein bisschen schräg, wie ich finde. Aber okay. Radio Santos. Ich brauche noch unbedingt ein Nitro, falls ich mir das nicht schon gegeben habe. Oh Gott, hoffentlich wird mir die Polizei das nicht schräg nehmen, dass ich einen Polizeiwagen klauen muss. Aber hey, ansonsten habe ich gar keine Ahnung, wie ich sonst in einen Polizeiwagen kommen soll. Ja, natürlich kann ich einen stehlen, aber ich würde es jetzt erstmal nicht machen. Könnte ich vielleicht reinfahren, okay? Man kann ja leider gar kein Bewerbungsgespräch machen, also... Jo, Kollege, du bist ziemlich mies. Okay, dann packe ich einfach hier draußen. Wo stresst's eigentlich? Immer mit der Ruhe, okay? So. Mit der Kettensäge auf jemanden loszugehen, ist natürlich nicht übertrieben. Aber okay, die Polizei hat es mir noch nicht krumm genommen und ich werde mal lieber schnell von hier verschwinden, weil sich das wahrscheinlich gleich ändern wird. Oh, eine War Patrol. Und die geben Scheiß darauf, dass ich gerade eben ein Fahrzeug geklaut habe und jemand mit der Kettensäge umgelegt habe. So kenne ich natürlich meine Polizei. Okay, jetzt erstmal Bürgerwehr. Starten, das war Minus? Okay, Suspect last seen in the vicinity of Creek? Irgendwas mit Creek war's. Ach, da oben! Ja, wieso nicht? Ich wollte gerade sowieso auf G drücken. Was zum Teufel? Ach, hier oben gibt's ja auch eine Straße. Komplett vergessen. Kollege im Ford GT, halten Sie sofort an! Aber Respekt! Für die zwei Slaloms hast du das gerade eben hervorragend hinbekommen. Jetzt auch so. Natürlich mit dem Honda CRX, aber ich meinte, alle anderen waren natürlich sehr gut. Also, ich bin wirklich schwer beeindruckt. Kollege. Komm schon. Hör einfach auf. Du hast bestimmt viel für diesen Wagen bezahlt. Wenn überhaupt. Du willst doch bestimmt nicht, dass der Wagen zerstört wird. Aber ich kann nichts garantieren. Wenn du beide mit dem Arsch Leute überfährst. The fuck? Drei Schüsse hat er ausgehalten. Ja, ich weiß, dass ich gerade eben nicht hervorragend getroffen habe, aber beim besten Willen. Wirklich? Oh Gott. Und by the way, warum habe ich eigentlich immer noch diese Schrotflinte? Ich habe gedacht, da hätte ich schon alles weggeschossen. Das ist irgendwie komisch. Ich meine, ich bin schon dankbar dafür, aber verwundern tut es mich trotzdem. Ah, schade, ich habe mich schon gefreut, dass es der auf dem Motorrad ist. Ja. Fort Fairmont. Das wird bestimmt eine interessante Verfolgung. Weil dieses Teil namens Fahrzeug nicht direkt das Beste ist. Und ich meine, das ist noch nicht mal gemein. Beim besten Willen, dieses Fahrzeug kann man echt in die Tonne kloppen mit dem Handling. Ich habe gerade eben wirklich beide erschossen. Ja, kann ich irgendwie helfen? Ich bräuchte noch unbedingt deinen Polizeiwagen. Oh. Ah, sehr praktisch. Lalalala. Na, Suspects last seen in the vicinity of the Camel's Toe. Wirklich, Camel's Toe.
Ich sage jetzt nicht, dass es ein Hotelname ist. Wenn ja, dann nicht schlecht. Das gefällt mir schon mal definitiv. Oh, verstehe, wegen der Pyramide. Rockstar, der war wirklich gut. Naja, scheiß drauf. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich den Typen hier einholen werde. Naja. We're going for away for a long time, Sucker. Auch wenn ich mich gerade eben ein bisschen im Satz aufgehängt habe. Oh, Hammer H3. Wieso nicht? Na, wirklich. Es ist keine gute Idee, Drive-By bei mir abzuziehen, aber das solltet ihr noch gleich rausfinden. Oh! Steig aus! Ich habe wieder 5 Schuss, das ist praktisch. Gott, Charakter! Scheiße, noch eins! Bin ich froh, dass er entweder nicht mehr drauf klargekommen ist, dass ich ihn mit einer Pistole angegriffen habe oder was auch immer. Ich meine, der hätte mich noch locker abknallen können, wenn es mich nicht schon nochmal getroffen hat. Ich habe schon gespürt, dass er mich getroffen hat, aber hat er nicht erstaunlicherweise wenig Leben abgezogen. Also, ich meine, warum nicht? Ich bin wirklich sehr dankbar dafür. Bitte versteht es jetzt nicht falsch. Aber trotzdem, es wundert mich definitiv. Oh, hervorragend. Mit dem gleichen Fahrzeug, als ich war. Obwohl, ich weiß jetzt nicht, ob ich ein SS oder LS habe. Also, die Version von einem Impala, versteht sich. Denise? Warst du das gerade eben? Was zum Teufel? Okay, und jetzt ganz schnell einsteigen. Wundert mich eigentlich sowieso, dass ich noch gar keiner SWAT begegnet bin, aber es kann jetzt auch sein, dass ich erst jetzt 4 Sterne bekommen habe. Wisst ihr, Leute, in solchen Situationen passe ich überhaupt nicht auf, wie viel Sterne ich habe. Mein erster Gedanke ist meistens, okay, vielleicht soll ich zuerst die Bedrohung ausschalten und danach fliehen, je nachdem, was zuerst kommt. Da fuck! Oh, ich habe gedacht, der erste ist ein Undercover-Wagen mit Undercover-Flitzpiepen, versteht sich. Ja. Das ist so gerade eben so praktisch, dass ich einen hinteren Platten habe, weil ich ja so viel Krypto durchkriege. Warum schießen die auf den Taxi, wenn ich mal fragen darf? Oh, komm! Ach du Scheiße. Wenn ich überfahren werden. Oh! Ja, das war geplant. Also jetzt nicht dein Ernst, oder? Yeah! Ich wurde umgebracht, weil mein Charakter zu faul war, aufzustehen. Ich habe eigentlich ursprünglich gedacht, dass ich unter dem Fahrzeug festliege, aber dann hätte ich ja die ganze Zeit Leben verloren. Weil ja das erstmal nicht der Fall war, nehme ich mal an, dass die Animation einfach ein halbes Jahr gebraucht hat. In dem Thema bin ich jedes Mal so froh, dass ich einen Animationsmod drin habe, weil es ja einfach so praktisch ist. Ah, wisst ihr was? Ich glaube, ich werde sogar ein Pickup nehmen. Nicht schlecht. Dieser Parkstreifen hat für einen Moment eher ausgesehen, als wäre es eine Bremsspur, aber hey. Selbst wenn, wäre das ja nicht schlimm gewesen. Was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, es wäre ein bisschen komisch gewesen. Okay. Und ignoriert gerade eben heute am besten meinen Fahrerskill. Ich habe heute gar keinen. Beim besten Willen ist es mir heute so scheißegal, ob ich etwas umniete oder die ganze Zeit anfahre. Was vielleicht nicht der richtige Gedankenzug ist, gebe ich schon zu, aber beim besten Willen, I don't really care. Nicht gewusst, dass die KI auch darüber fährt, aber okay. Lalalalalalala. Ja, jetzt erstmal umschalten und zwar auf Radio Off. Bin ja jetzt mal gespannt, was der Kollege hier wieder zu sagen hat. Ich will ja bloß ein Polizeifahrzeug, nicht mehr. Hätte mir ja nicht theoretischerweise noch Munition kaufen müssen, aber na, ist doch sowieso nicht notwendig. Ich meine, ich kann ja jederzeit Polizisten umfahren und so Polizistenmunition abbekommen. Nein, was ich sagen wollte, Pistolenmunition. Ja, schon viel besser. So, erstmal das hier. Oh, press 2. Ha, okay. Suspect last seen in the vicinity of Julius Furway East. The fuck ist das?
So Leute, willkommen zurück. Tut mir jetzt erstmal leid, dass ich diese Fahrt hier übersprungen habe, aber beim besten Willen, das musste erstmal sein. Und noch by the way, es tut mir wirklich leid, dass ich einen Mod jetzt nicht spiele, und zwar SAPDFR. Wisst ihr, wieso ich diesen Mod nicht spiele? Ist eigentlich ganz einfach, weil, soweit ich weiß, man kann niemanden festnehmen, weil das Spiel die ganze Zeit crasht, was auch so praktisch ist, wie ich finde. Und noch dazu gibt es noch ein paar Gelegenheitscrashes dementsprechend. Ich glaube, es wäre weitaus weniger gut, jetzt diesen Mod hier zu spielen. Natürlich, Lust hätte ich schon gewissermaßen auf den, aber ich kann auch drauf pfeifen. Vor allem, wenn es dieses Problem gibt. Da, fuck. Wenn ich mal fragen darf. Danke, sehr nett von dir. Ich wollte eigentlich bloß die Munition. Danke. So, ich werde wieder von hier verschwinden. Na, hoffentlich werde ich es jetzt ein bisschen länger durchhalten, aber ich kann für nichts garantieren beim ersten Mal. Aber dann wiederum sollte ich mich vielleicht mal mehr drauf und dran machen. Vielleicht weniger Polizisten zu belästigen. Ich meine, ja, die Polizisten kommen zu mir und ich verwende jetzt auch erstmal mein Recht zu mein Recht zur Selbstverteidigung. Ich kann nicht mehr sprechen, aber beim besten Willen. Es gibt halt eben nur noch mehr Probleme und genau das ist es, was ich im Endeffekt nicht gebrauchen kann in so einer Verfolgung. Und zwar mehr Polizeiprobleme. Ich meine, wenn für ihn der Kragen immer dichter wird, dann für mich gibt es ja dann mehr oder weniger nur Vorteile. Aber das wird nicht passieren. Weil ich bin eine viel gefährlichere Gefahr, natürlich, als dieser Typ hier. Obwohl, in dem Thema sage ich jetzt mal lieber nichts. Okay, diesen Ford Mustang habe ich eigentlich schon seit längerem nicht mehr gesehen. Und nice, wie der Typ im Arsch kommt die ganze Zeit. Hat da jemand sein Ford Mustang nicht mehr unter Kontrolle? Das tut mir wirklich aufrichtig leid. So, erstmal Licht anmachen, natürlich. Und versuchen, diese Flitzpiepe einzuholen. Wo zum Teufel haben die ihren Führerschein gemacht, wenn überhaupt? Nein, 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 nein. Ihr seid so genial drauf. Ihr seid einfach nur so genial. So, sehr gut. $200. Spricht nichts dagegen. Und noch ein bisschen Kleingeld. Ach du Scheiße. Ich verkneife mir jetzt erstmal diese Kollegen hier zu erschießen, aber was ich definitiv brauche, ist ein Polizeifahrzeug und zwar ziemlich schnell. Ist das eigentlich mein Fahrzeug? Ach, tatsächlich, es hat noch das Licht an. Das kann dann nur meiner gewesen sein. Suspects last seen in the vicinity of last fin. Ja. Wer auch immer das mir hier gerade weitergegeben hat, beim besten Willen, es ist nicht hilfreich. Las Venturas. Wow. Warum scheinen die nicht gleich in Suspects last seen in the vicinity of San Andreas? Das wäre viel hilfreicher gewesen, wie ich finde. Ja, die werden angezeigt, aber trotzdem. Wenn ich jetzt mal danach gehen müsste, das wäre einfach nur behindi. Eigentlich wollte ich noch, dass sie ein bisschen weiterfahren, aber hey, scheiß drauf. Du Idiot! Da vorne brennt ein Fahrzeug und er will der will weiter nach vorne fahren. Da fuck ist falsch mit mir gerade eben. Eine Schaufel, eine Schaufel. Oh Gott. Wenn es denen gefällt. Aber jetzt auch erstmal scheißegal. So, vielen Dank für dein Fahrzeug, Kollege. Und noch dazu vielen Dank für den Platten. Wirklich, gefällt mir, dass du das gemacht hast. Ach, komischerweise, jetzt funktioniert noch das Licht. Obwohl der Kofferraum ziemlich viel abbekommen hat. Oder allgemein, das Sex soll ich in dem Punkt eher schon sagen. Aber trotzdem. Halleluja. Naja, wenigstens ist der Platten nicht hinten. Das ist schon ein Vorteil, wie ich finde. Aber ansonsten trotzdem nicht hilfreich, allgemein hier mit dem Platten rumzufahren. Natürlich, wie ich finde. Warte mal auf dem Flughafen. Okay. Spricht ja nichts dagegen. Nur die bessere Frage ist, was zum Teufel haben die da drin überhaupt vor? So, bitte aufmachen. Angel, Kollege. Okay. Wo seid denn ihr bitte entflohen?
Das sehen wirklich aus, als wären das Vierlinge. Wahrscheinlich schon. Oh Gott! Scheiße nochmal! Wirklich jetzt? Das Fahrzeug musste ja weiter im Kreis rumfahren, obwohl der Fahrer schon längst tot war, oder tut mir leid, in dem Fall Fahrerin. Die Kavallerie wartet. Hey! Polizist, der mich gerade eben nicht abknallen wollte. Ich bin schon ein bisschen überrascht, aber natürlich positiv. Oh Gott! Bin ja jetzt eigentlich schon gespannt, A, was die überhaupt fahren und B, was zum Teufel die auch abziehen werden. Aber wisst ihr, was ich sowieso so schön finde? Mein Spiel hat sich nicht aufgehängt. Dementsprechend muss ich noch ein klein wenig aufpassen, weil das wäre definitiv scheiße. Was zum Teufel haben diese Gangmitglieder eigentlich gerade eben hier zu suchen? Nein, ich habe ja nichts gegen den Besucher, aber trotzdem. Duschwipe, wirklich? Was zum Teufel soll das überhaupt sein? Ja, ich habe einen Crash bekommen. Oh, wisst ihr was, Leute? Ich glaube, ich werde mal ganz kurz der Militärbasis einen Besuch abstatten und mir einen Panzer klauen und damit dann eine Bürgerwehr starten. Weil damit sollte ich definitiv gar keine Probleme haben. Aber okay, Leute, bis gleich. Was zum Teufel? Gabelstapler, ist das jetzt wirklich dein Ernst? Und überhaupt, es wundert mich echt, dass ich noch nicht brenne, beim besten Willen, Leute. Es wundert mich einfach nur. Aber wie meine Mutter immer sagt, man soll nicht den Teufel herbeischwören, irgendwie so eine Art. Ja. Mit einem scheiß Gabelstapler. Oh Gott. Oh Gott, hör doch auf damit! Heilige Scheiße! In 2 Sekunden. Bumm! 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 Wenn sie die ganze Zeit auf mich drauf fahren. Ja. Hoffentlich hat es wenigstens Spaß gemacht, Kollege. Oh, wieder 2 Helikopter. Ja, ausgerechnet, jetzt muss ich mich drehen. Oh, nur einer, schade. Fuck, bloß auf. Und vor allen Dingen, was ist denn das bitte für eine Taktik? In den Panzer reinfahren. Ja, irgendwann hat man schon die Chance, dass der Panzer dann nicht mehr weiterfahren kann, weil er vielleicht dann zu viele Fahrzeuge befahren hat. Aber beim besten Willen gibt es bessere Methoden. Was weiß ich, als Polizist natürlich mit einer Smave hinten drauf zu schießen. Tut mir leid, aber ich spreche diesen Raketenwerfer so gerne so aus. Versteht sich. So, ziehen und schießen. Anscheinend habe ich nicht das richtige Ziel getroffen. Naja, das Fahrzeug war schon mal gleich, das ist wenigstens beruhigend. Blackfield, jetzt sprechen wir. Kann ich dir irgendwie helfen, Kollege? Jo. Ich nehme es jetzt als ein Nein wahr, okay? So gemein, wie ich jetzt bin. Da vorne sind gleich die Ziele und ich konzentriere mich auf Helikopter. Aber okay. Wisst ihr, was das Schöne ist bei diesem Panzer? Mit dieser Kanone, was ich gerade eben abfeuere, kriege ich nicht mehr Sterne. Oder überhaupt Sterne. Weil wenn ich jetzt gar keine Sterne hätte und die ganze Zeit Leute mit dieser Kanone abschießen würde, das wird nicht mehr oder weniger angenommen, dass ich hier Leute in die Luft jage, sondern das war dann einfach wohl ein blöder Unfall. Ja, sehr gut. $5000. Jetzt wird's doch so langsam wieder. Aber um fair zu sein, ich verdiene gerade eben bloß das Geld wieder zurück, was ich verloren habe. Also sprich mit dem Waffenverlust. Ich habe, glaube ich, zweimal eine M16 gekauft. Ja, ich glaube, das kommt hin. 5400, das wären dann zweimal 10.800 und dann noch fünfmal Gewehr. Soweit ich noch weiß. Aber ist jetzt auch erstmal egal, weil ich glaube, ich habe es jetzt eh schon zurückverdient. Leute, es tut mir einfach nur leid. Ich würde es ja so gerne unterbinden, aber manchmal fühlt sich meine Zunge an, als wäre sie gelähmt. Und ich weiß nicht, wie ich das kontrollieren soll. Beim besten Willen, es nervt mich schon selber. Aber, naja, ich muss halt eben damit leben. Ich hab's akzeptiert, okay?
ist es. Da kann man eben nichts dagegen machen. Die gute alte Zeit, als Hecken noch eine Mauer waren. Obwohl, ich bin jetzt mal lieber ruhig. In GTA 5 gab es auch ein paar Hecken, die wie eine Mauer funktioniert haben. Also, nicht so praktisch, wenn man von der Polizei fliegen will. Und vor allem, wenn man mit 200 Sachen draufknallt. Lalalala. Ah, es tut mir wirklich sehr leid, die ganze diese SUVs hier in die Luft zu jagen, aber... Naja, ich entscheide ja nicht, was hier in die Luft jagen soll. Ich mach's einfach. Oh, nice! Stimmt ja, das habe ich ja komplett vergessen. 150%. Das ist gut, das ist wirklich gut. Und das, was ich eigentlich immer ein bisschen vermisst habe, ist die Anzeige von GTA Vice City. Ich meine, ja, dass jetzt Balken angezeigt werden, ist schon ziemlich gut, aber ich weiß nicht, ich habe eigentlich gerne die Zahl stehen gehabt, wenn man dann wenigstens noch weiß, okay, ich habe noch 148 Leben und nicht irgendwie ein bisschen weg. Okay, ich habe jetzt wirklich gedacht, dass die auf der Autobahn sind. Aber okay. Naja, wenn ihr wisst, was ich meine. Dodge Charger SRT8. Ihr seid solche Idioten. Warum verwendet ihr solche Fahrzeuge? Ihr werdet damit auch nicht entkommen. Was ihr damit nur ruiniert, sind einige gute Fahrzeuge, wie ich finde. Da fahren sie mit Mazda X7 rum. Da fahren sie mit guten Klassiker rum. Mit einem Dodge Charger. Mit einem Hummer H3, falls ich nicht da schon wiederholt habe. Wisst ihr, das ist... Das ist doch so behindert. Ja, aber dann wiederum, man will natürlich nicht, was weiß ich, so eine... heruntergekommenen Voodoo fahren, weil das würde schon ein bisschen irgendwie den Stil ruinieren. Und noch dazu, ja, mit dem Lenken und dem Bremsen wäre es so ein ganz kleines Problem. Aber dort, wo die sowieso gerade eben hinkommen, brauchen sie eh kein Fahrzeug mehr. Mehr. Oh, was wird jetzt kommen? Hoffentlich was Gutes. Oh, bitte fahr zu mir runter. Ah, oh, schade. Hätte mich wirklich gefreut. Ich liebe es nämlich, wenn die Kundschaft zu mir kommt. Natürlich in dem Fall. Ach du Scheiße. Hey. Warte mal, ihr lebt noch? Ihr lebt immer noch? Ach, wisst ihr was? Ihr habt jetzt ein paar Mal überlebt. Glückwunsch. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich die Ziele hier weiter verfolge. Und nicht von FBI-Fahrzeugen erwischt werde. Anvisieren und schießen. Sehr gut. Zwei Ziele weniger. Oh, eine Ford Crown Victoria. Ja, jetzt waren sie richtig fancy. Tut mir erstmal leid, dass ich so sagen musste. 9800. Nice. Kollegen. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es so einfach mit dem Panzer wird. Also, ich hätte gedacht, es wird weitaus schwieriger. Als wenn ich jetzt mit einem Polizeiwagen rumfahre und die ganze Zeit aussteige und riskiere, erschossen zu werden oder festgenommen zu werden. Also, ich hätte echt jetzt nicht damit gerechnet. Ich liebe Sarkasmus. Oh, komm schon. Get down, boys, and spread them. So. Fahrzeug Nummer 2, aka Pontiac Bombe, erledigt. Und wie zum Teufel konnte ich das gerade eben verfehlen? 11.250. Leute, ich kann gerade eben nicht sagen, was für enormen... auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall davon halte. Ich liebe es einfach nur. Weil das würde ich jetzt definitiv in 5 Missionen nicht zusammen verdienen. Das kann ich schon mal garantieren. Und ich werde dann mehr Gefahren ausgesetzt. Und wisst ihr, was ich sogar machen werde? Ich werde versuchen, dass ich den Panzer einspeichern kann. Aber dann müsste ich halt wieder zurück zum Hangar fahren und... Ah, das wäre so weit und... halt eben. Jo, 133 Sekunden. Ich meine, solange es bei 12 Minuten bleibt mit der Zeit, reicht es eigentlich, wie ich finde. Selbst wenn ich jetzt... ganz scheiße fahren würde, ich würde es dann trotzdem noch mit der Zeit schaffen. Und das ist das Wunderschöne dabei. Und das auch noch mit einem Panzer. Aber scheiße wäre es jetzt schon allerdings, wenn jetzt sich das Spiel aufhängen würde. Dementsprechend muss ich vielleicht gucken, dass ich bei 200.000 dann auch erstmal aufhöre, weil... was bringt es dann alles, wenn ich das geschafft habe und... ich habe dann nichts davon im Endeffekt.
Nämlich gar nichts. Und das könnte ich gerade noch gebrauchen. Ja, theoretischerweise könnte ich dann schon mit Vanilla GTA San Andreas spielen, aber beim besten Willen. Ich kann mir dieses Spiel Vanilla einfach nicht mehr geben. Das einzige Spiel, was ich vielleicht mir noch geben kann, auf Vanilla versteht sich, falls ich das nicht schon gesagt habe, ist GTA 5. Aber auch nur, wenn noch nicht Mods draußen sind. Nein, nicht abbiegen! Nicht abbiegen! Okay, sehr gut. Warum zum Teufel haben diese Flitzpiepen sich überhaupt aufgeteilt, wenn ich mal fragen darf? Na, 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 das ist kein typisches Verhalten. Wie zum Beispiel das jetzt zu mir fahren. Oh Gott, aber dann wiederum ist es auch untypisch, mit einem Panzer Polizeiarbeiten zu erledigen. Okay, jetzt soll ich doch noch erstmal hier aufhören. Sehr gut. 200.000. Oh, warte mal. Ach, ich habe jetzt meine Waffen gar nicht verloren. Weil ich habe ja einen Crash bekommen und... Oh, das ist gut. Aber okay, also Leute, das war jetzt erstmal GTA San Andreas. Ich hoffe, es hat gefallen. Und jetzt will ich dann erstmal sagen, bis später.